mach mal so ein Lager. Das passt dann. Da darf dann diese ganzen Sachen draufgelagert werden. Und dann schauen wir mal. Ja, hier wird fleißig gearbeitet. Da wird, also eigentlich wird überall fleißig gearbeitet. Und einen Jäger sollte man vielleicht auch gleich machen, der ein bisschen Wild schießt. Auch das sind natürlich Nahrungsmittel. Wir wissen ansonsten, dass im zweiten Jahr es knallehart wird, wenn wir da jetzt nicht gleich genug Nahrungsmittel vorproduzieren. Die Frage ist, wo sind die Wildtiere? Ja gut, die sehen wir nicht. Ich weiß auch nicht, ob der Jäger irgendwie die vielleicht auch erst sichtbar macht. Ja, Pilze haben wir entdeckt. Wildpilze, das ist natürlich auch eine ganz tolle Sache. Manche haben Pilze unter den Füßen oder an anderen Körperstellen. Wir haben sie im Wald. Und ja, die Fischerhütte, das läuft perfekt. Das Feld läuft auch. Und wie gesagt, nächste Prämisse ist das Feld hier oben. Und dann sollten wir uns um andere Dinge erst kümmern. Wir könnten ja hier Bohnen nehmen oder so. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt, wenn man da andere Sachen anpflanzt. Ob das da irgendwie dann besser ist oder so. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, das machen wir jetzt erst im zweiten Jahr. Im ersten Jahr lassen wir das außen vor, weil wir hiermit genügend zu tun haben. Und wir sehen, hier wird schon gut die Lagerfläche genutzt. Ja, die Kuh, die steht genau auf dem Brunnen. Da steht sie natürlich optimal. Ich weiß gar nicht, was passiert, ob die Kuh dann noch weggeht vorher oder ob die, die Schrift ist echt klein. Ja, aber die Schrift, ich kann es nicht ändern. Die GUI kann man nicht umstellen. Da müsst ihr Fullscreen machen. Das ist leider so. Da muss Fullscreen gemacht werden. Das geht nicht anders. Die Schrift kann man nicht größer machen. So, was haben wir denn hier? Welche Ressourcen sind hier leer? Die Lebensmittel sind fast aufgebraucht. Boah, wirklich. 1200 sind schon weg. Das ist krass. Umso wichtiger, dass hier definitiv... So, dass hier definitiv ein sechster Mann herkommt. Also, das hier ist jetzt extrem wichtig. Boah, wie schnell ist das aufgebaut? Ich hätte gedacht, das hält ein bisschen länger. Das sieht ja krass aus. Haben wir hier nicht Weizen? Sieht ein bisschen komisch aus, das Weizenfeld. Hätte ich anders erwartet, aber gut, so ist es nun mal. 3% hätten wir jetzt Ertrag, wenn wir jetzt ernten. Ja, was passiert denn mit der Kuh? Das ist die interessante Frage. Weil die scheint sich auch nicht zu bewegen, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Die scheint da einfach ruhig stehen zu bleiben, während der Brunnen unter ihr gebaut wird. Ja, also mit Weizen, das will ich jetzt nicht mit Weizen in Verbindung bringen. So, es ist Frühsommer. Wir können ja mal ein bisschen vorspulen, damit wir hier nicht ewig warten müssen. Ja, die Kuh da hinten, die steht da immer noch im Brunnen. Es scheint sie auch nicht zu stören, dass da gerade ein Brunnen entsteht, wo sie reinwächst. Da ist doch glatt die Kuh im Brunnen gefallen. Naja, gut. So. Wir haben übrigens 11 Kinder. Wir haben bald mehr Kinder als Erwachsene. 12 Erwachsene, 11 Kinder. Ich lese es gerne vor oder erzähle es dann auch, weil die Schrift, wie gesagt, für alle, die nicht im Vollbild sind, ist die Schrift wirklich klein. Liegt, wie gesagt, ans Spiel. Ich kann es nicht umstellen. Ich kann es ganz kurz zeigen für die, die sagen, Mensch, mach doch mal die Schrift größer. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Man hat nirgendwo Symbole. Symbole skalieren. Ich kann ja mal gucken, ob es das vielleicht ist. Vielleicht ist es das ja. Skalierung Oberfläche. Oh Gott, jetzt wird es noch kleiner. Hier kann man es doch einstellen. Ich kann es für euch ein bisschen größer machen.
Ja, ich hoffe, ihr könnt es lesen. Für mich ist jetzt ein bisschen verschwommen, aber für euch vielleicht besser lesbar. Das hatte ich vorher gar nicht gesehen. Also ich hoffe, ihr könnt es jetzt lesen. Die Schrift und so ist jetzt nicht mehr so klar. Also wie gesagt, leicht verschwommen dadurch. Aber ich hoffe, für euch ist jetzt alles sichtbar. Das wäre ganz wichtig. Lesbar ist es ja trotzdem noch. Und schön ist natürlich, wenn wir alle zusammen alles sehen können. Ich würde mal sagen, die haben die ganzen Symbole und Schriften und so. Das sind wahrscheinlich alles Texturen, die einfach zu klein sind. Das wird das Problem sein bei dem Spiel. Gut, jetzt müssen wir das hier ein bisschen im Auge behalten. Wir haben Spätsommer. Wir werden, wie gesagt, die 100% nicht erreichen können. Wir werden irgendwann ernten müssen, damit wir überhaupt genügend Nahrungsmittel haben. Was wir noch benötigen, dafür kann ich mal langsamer machen, ist ganz wichtig für den Winter noch. Das ist Holzhacken, das will ich ja gar nicht. Doch, Holzhacken will ich. Fahren wir toll zu Brennholz weiter. Das benötigen wir definitiv. So, und dann machen wir hier noch einen Steinweg hin. Einfach nur, weil wir es können. Damit wir dann auch genügend Brennholz im Winter haben. Das wäre vielleicht noch so eine der Sachen. Ja. Wo wir mal gucken müssen. So, es ist Spätsommer. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir zu viel Ernte mehr verschenken. Es sieht eher nach Mais aus und nicht nach Getreide, also nach Weizen, muss ich sagen. Meine Meinung, also ich würde es eher als Mais verkaufen, wenn ich ehrlich bin. Ja, die Kuh ist hier mitten reingewachsen. Das ist doch optimal. Ja, da gibt es das schöne T-Bone Steak gleich mit Wasser zum Nachspülen. Ja. Der Fluss ist auch sehr idyllisch hier. Wir müssen mal gucken. Wir können auch Brücken bauen, die hier rüberführen. Hier sind ja auch eine Menge Rohstoffe. Also auch das noch eine Möglichkeit. Wobei wir auch erstmal hier bleiben könnten. Wir müssen mal schauen. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Irgendwie werden wir das schon regeln. So, es ist immer noch Spätsommer, aber der müsste jetzt fast zu Ende sein. Vielleicht schaffen wir doch die ganze Ernte. Das wäre super. So, was macht die Hütte hier? Ja, die tragen das schon hin. Sehr vorbildlich. Steine fehlen noch. Und dann kann angefangen werden zu bauen. Sehr gut, sehr gut. Ja, Steine kommen auch schon. Da kommt der Rest. Und dann darf gebaut werden. So, und eigentlich müsste jetzt das Feld auch mal langsam fertig sein. Das wäre ganz formidabel. Ja, ich würde es gerne schon so lange wie möglich die das beackern lassen. Das Problem, was ich nur habe, ist letztendlich, dass das zwar ganz schön ist, wenn die das beackern, es mir aber nicht wirklich viel bringt, wenn wir das nicht alles schaffen zu ernten. Und durch Fisch, wir sehen es, die Nahrungsmittel, wo sind die jetzt hin? Kräuter, Kohle. Naja, Nahrungsmittel haben wir hier, 215. Also so viel haben wir dann doch nicht. Frühherbst, ich glaube, wir müssen anfangen zu ernten, es bringt nichts. Ach, sie machen es sowieso schon. Okay, perfekt. Dann haben sie selber erkannt, dass es jetzt an der Zeit ist. Das ist natürlich immer am besten. Dann brauchen wir uns ja gar nicht groß drum kümmern. Oh, die Hütte ist auch bald fertig hier hinten. Sehr schön. Das machst du sehr gut. Sehr vorbildlich. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir im Winter, wenn wir nicht so viel zu tun haben, vielleicht nochmal Brennholz holen.
Wir lassen dieses Feld abtragen und dann dürfen die hier vorne ein bisschen holzen und Stein abschlagen. Einfach nur, damit wir erstens ein bisschen mehr Bauplatz haben. Und zweitens, das ist auch nicht so unerheblich, dass wir eine Menge Ressourcen haben. Die werden wir brauchen. Also mit dem Wasser sieht voll cool aus, muss ich sagen. War ja früher in Spielen immer so mit das schwierigste Wasser darzustellen. Ich glaube, mittlerweile haben die Spielehersteller das alle ganz gut im Griff eigentlich. Wenn ich mir überlege, wie früher das Wasser und so aussah, heutzutage ist das ein echter Traum, also. Ja, auf jeden Fall wesentlich besser als früher. Ja, wir haben gesehen, 1200 hatten wir zum Start, jetzt haben wir mal gerade 270 knapp. Das bedeutet auch, dass ja, der Winter wieder hart wird natürlich. Lebensmittelvorräte sind fast aufgebraucht. Naja, sie wachsen ja gerade. Da würde ich jetzt nicht dramatisieren, liebes Spiel, ja. Drama, Baby, Drama. Ja, Michelle auch am Start. Wunderschönen guten Morgen. Ja, schön, dass wir hier so zahlreich uns versammeln. Gerade von Seiten der Moderatoren. Super Sache hier. Ja, dann müssen wir mal schauen, wie wir den Winter hier rumkommen. Wir können ja mal ein bisschen schneller können wir ja mal machen, damit wir hier nicht ganz so lange rumsitzen. So, da wird schon das eingesammelt. Die Körbe alle sehr gut. Wir haben noch den Frühherbst. Also wir sollten doch das ganze Feld ernten können. Und wir haben jetzt 464 Nahrungseinheiten. Das hört sich viel an, ist gar nicht so viel, wenn wir überlegen, dass wir insgesamt 13 Erwachsene und 10 Kinder haben. Also ein Kind ist mittlerweile sogar schon erwachsen geworden. Sehr schön. So. Ja, immer noch Frühherbst und wir sind mit dem Feld fertig. Perfekt. So stelle ich mir das vor. Und es fängt an zu schütten, wie es im Herbst halt nur so ist. Wir haben Herbstwetter. Ja, Lukas am Start. Herzlich willkommen. Eigentlich wollte ich mir aber gewöhnen, das immer zu sagen, weil, naja, wenn man sich später anguckt, ist es immer ein bisschen doof. Aber jetzt ist rausgerutscht. Also seid alle herzlich gegrüßt. Ja, das Feld ist fertig. Das hat ja mal gepasst. Wir haben Herbst und das Feld ist fertig. Perfekt. Und wir haben wieder 1200 Nahrung in etwa. Das ist nicht so wenig. So, und ein Arbeiter darf hier rein. Holz hacken. Brennholz haben wir im Endeffekt 175. Ist nicht so viel. 1365 Nahrung haben wir. Ist jetzt auch nicht so viel. Die Fische werfen auch noch ein bisschen ab, aber eine Kiste bringt mal gerade 5 Nahrungseinheiten. Das ist, ja, es ist eigentlich gar nichts. Das ist ein Witz, wenn wir ehrlich sind. So, und die Bauern brauchen wir natürlich jetzt gerade gar nicht wirklich. Das heißt, die dürfen dann mal andere Aufgaben machen. Zum Beispiel Fische holen oder angeln oder weiß der Geier, was da so viele Möglichkeiten für die bestehen. Ja, das ist auf jeden Fall eine super Sache und ja, wie immer gesagt, im Herbst wollen wir das hier so ein bisschen abroden. Das machen wir jetzt mal. Wir lassen hier mal alles so ein bisschen... Nein, doch nicht alles. Doch, alles. Alles muss raus. Heute gibt es 20% auf alles. Hier haben wir Wildtiere. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Und schaut mal die gehenden Scharen dahin. Ja, und dann lassen wir die das mal hier so ein bisschen verändern. Die Landschaft. Nahrung haben wir jetzt 1434. Das sollte für den Winter reichen.